Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem kurzen, knackigen Odin war shoppen. Also eigentlich war es nicht geplant, dass ich jetzt so schnell nochmal ein Odin war shoppen mache. Das ist ja jetzt auch schon wieder 2-3 Wochen her, wo das letzte kam. Eigentlich sollte das erst nächsten, übernächsten Monat kommen. Aber ich habe hier zwei, drei Sachen, die ich euch gerne zeigen wollen würde. Und dadurch, dass ich mit dem Gehör momentan immer noch zu tun habe, wird es halt das Hardware-Video dazu halt nicht so schnell geben. Aber ich möchte euch halt wenigstens zeigen, das wurde mir von Tester empfohlen. Das ist von Xiaomi eine elektrische Pumpe. Da kann man auf Fahrrad, Auto, Reifen und so einstellen. Kann man hier rausmachen und dann hat man hier gleich Mopedventil. Dann kann man hat man hier so einen Aufsatz. Also ein USB-Kabel ist auch mit bei. Was sehr schade ist, ich weiß nicht, ach, das kann ich euch wieder nicht zeigen, weil es so klein ist. Es ist nur ein normaler Mini-USB. Also da muss auf USB-C umgesattelt werden, definitiv, weil beim Update, weil so geht's nicht. Mit USB-C geht schneller zu beladen. So, jedenfalls ist hier jetzt ganz normal die Moped-Luftpumpe drauf. Hier haben wir dann für ein normales Ventil, ein normales Fahrradventil. Das kann man einfach dann hier oben raufschrauben und dann aus Ventil schrauben und dann geht's. Damit habe ich noch keine so guten Erfahrungen gemacht. Da habe ich bei meiner Nichte die Luft aufgepumpt. Hat nicht funktioniert. Muss ich nochmal testen. Ballluftpumpe, einfach draufschrauben, hat super funktioniert. Moped-Luftpumpe für Fahrradreifen oder Auto hat auch super funktioniert. Man kann auch den Druck einstellen und hier ist dann auch noch ein USB-Kabel mit dabei und alles Mögliche. Macht sich sehr gut. Und vor allen Dingen auch für unterwegs oder so, wenn man mit Fahrrad unterwegs ist oder mit Auto oder so. Ach, hier haben wir denn. Nee, oder? Ach doch, hier haben wir. Ach, hier haben wir so eine. Ich sehe jetzt erst so eine extra kleine Tasche für das Zubehör. Ich habe das vorher hier mit drin gedonnert. Also da haben sie mitgedacht. Und also die ist klein, leistungsstark, schnell aufgeladen. Kann ich mich nicht beschweren. Und außer das mit Fahrrad, Ball und Mopedreifen und so hat er alles super aufgeladen, kann ich mich nicht beschweren. Ich habe meine Autoreifen versucht, funktioniert auch. Und für unterwegs, wenn man mit Fahrrad oder mit Auto unterwegs ist, das Ding aufladen, alle Jubelmonate mal nachgucken, ob es wirklich noch voll ist, ein bisschen benutzen und frisst nicht viel Platz. Kannst du im Kofferraum immer irgendwo beim Ersatzrad mit drin machen oder was weiß ich. Fahrrad. Wenn du mit Fahrrad unterwegs bist, mit einem Rucksack oder so. Also, so. Dann habe ich geholt bei Lidl. Das habe ich, werde ich euch verlinken, habe ich bei Amazon geholt. Dann habe ich mir bei Lidl geholt ein Schraubendreher-Set. 38 Teile. Weil das hat mir noch gefehlt, weil mir gehen die Köpfe immer kaputt. Die Köpfe, die halten nicht mehr aus, die Kreuz und Schlitz und so. Und da ist ein kleiner Schraubenzieher mit bei. Dafür habe ich das gar nicht mal so geholt. Es war gut, dass ein kleiner Schraubenzieher mit bei ist. Auch alle drum und dran. Josie, komm mal kurz. Jetzt holen wir mal die Ingeborg hoch her. Die muss mal kurz helfen. Dann zeige ich euch mal, ob das ist diese Z. Für 4,99 oder so. 7,99 weiß ich jetzt gar nicht genau. Bei Lidl. Gib mir mal meinen elektrischen. Ach. Ja, jetzt ist hier so ein Plastikkappe noch drauf. Ach. Ich bräuchte mal kurz ein Messer oder so, Ingeborg. Oder geht das? Ich habe hier noch meine Gabel liegen. Mit da ab. Mit der Gabel geht's auch. So. Hier sind irgendwie so Plastiknippel drauf, damit das nicht aus Versehen aufgeht. So, das ist dann halt so ein kleiner Schraubenzieher. Den kann man hier auch umstellen. Jetzt ist hier lockt, jetzt ist gar nichts. So, jetzt geht er hier links lang. Einmal Mitte locken und jetzt geht er nach rechts. Aber hauptsächlich halt wegen den ganzen
Köpfen, die hier drauf sind, Kreuz und so, verschiedene Kreuz, flache Kreuz, spitze Kreuz und die in verschiedenen Größen. Ja, und die brauche ich jetzt, wenn ich meinen Schrank aufbaue. Also die ganzen IKEA-Schränke, die müssen ja aufgebaut werden. Und ja, dafür habe ich mir das geholt. Und wo hat denn das jetzt hingelegt? Genau. Und ich habe ja damals mir so einen kleinen Elektro-Schraubenzieher geholt, der ist super. Den kannst du halt so nehmen wie so eine Pistole halt. Und wenn du jetzt längere Ecken hast, so, wo du dann halt so kopfüber vielleicht musst oder so, kannst du das dann wie einen langen Schraubenzieher machen. Also wie einen langen, dicken Schraubenzieher. Ja? Und dann kannst du, wenn du das wieder zurück brauchst in die normale Größe, dann drückst du hier hinten rauf. Wartet, so, und machst den Griff nach unten und dann hast du wieder. Die ist aber schon länger her. Wo ich verlinke die euch, habe ich auch bei Amazon geholt. Die ist aber schon länger her, dass ich die geholt habe. Hatte ich euch in einem Odiwa Shoppen schon mal gezeigt. Dann habe ich geholt Pinsel. Weil wenn die Küche fertig ist, muss man bestimmt noch ein bisschen ausbessern an der Wand. Wenn man irgendwo hängen bleibt oder was weiß ich. Und bei Ingeborg müssen wir auch noch mal um Lichtschalter rummachen. Weiße Farbe hab ich ja noch hier. Und da, wo der Schreibtisch jetzt steht, der kommt ja weg. Da kommt ja ein neuer Schreibtisch hin. Der ist ja schon da, den habe ich ihr geschenkt. Aber wir sind bis jetzt noch nicht zum Holen gekommen. Der steht noch bei Oma. Und der kommt dann her und wird aufgebaut. Und da müssen wir dann auch hinter dem alten Schreibtisch ein bisschen ausbessern, bevor wir den neuen. Deswegen nochmal neue Pinsel geholt. Weil meine Pinsel habe ich getestet. Die sind sehr spröde geworden und sind nicht mehr so schön. Und ich hatte halt nur so einen großen fetten. So wie der hier. Und hier ist halt noch so ein kleinerer mit bei, damit man in die Ecken besser kommt und um den Lichtschalter rum. Und deswegen halt nochmal 1 Euro oder 2 Euro hat sie gekostet, was weiß ich. Dann Ingeborg! Habe ich mir heute neue Klingen geholt. Setz dich mal hin, dass du mithörst. PAC4, die sind für mich. Für Ingeborg habe ich andere geholt. Weil Ingeborg sich immer meinen Rasierer mopst, habe ich für Ingeborg hier den geholt mit PACE 6 Plus. Plus Trimmer, keine Ahnung. Das ist aber 6 Klingen. Also, oder wie viel sind da drinne? Ja, 6 Klingen sind da drinne. Das ist der Billier von. Sieht man es? Ja. Billier von Rossmann, von Isana. Isana, ja, doch, sieht man da oben. Und für meinen Rasierer, ich habe halt nur die 4 Klingen, habe ich mir die neuen Klingen geholt. Sind sehr preisgünstig und Qualität ist geil. Die Klingen halten ewig. Also, ich habe teilweise so ja das, dass oben das Blaue von den Klingen abgeht und unten diese Gummi abgeht und die Klingen trotzdem noch scharf sind. Also, das ist so der Schwachpunkt und die halten ewig. Also, ich war ja vorher Wilkinson und Gillette und so und bin davon komplett weg und hatte da so ein paar Billigprodukte mal getestet. Ein paar waren halt nicht so toll und ja, bei Isana bin ich dann hängen geblieben, bei Rossmann und bin damit sehr zufrieden. Ich hatte vorher auch die 6 Klingen mal, aber die 4 Klingen reichen mir von komplett aus. Und das Geile ist, das 6 Klingen-Set hier sind, ich weiß gar nicht, wie viele hier drin sind. Achso, der hat 6 Klingen. Und wie viel sind hier drin? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4. Wenn ich mich nicht verzehrt habe, oder? 1, 2, 3, 4. Ja. Genau, 4 Klingen insgesamt mit einem Halter, also mit einem Rasierer. Für, was hat der gekostet? 4,99, 5,99. Und die kosten heute haben wir jetzt geholt, weil sie im Angebot auch waren, 2,99 anstatt 3,49 oder so, 4 Stück. Bei Wilkinson zahlst du für 4 Stück mit 4 Klingen, warst du glaube ich, um die 8 Euro, 8 Euro noch was oder so mit bei, wenn sie nicht schon wieder teurer geworden sind. Und deswegen bin ich da weggegangen, hab mir die Sahne geholt und jetzt hat Ingeborg sich meine mal geklaut für die Biene. Jetzt habe ich ihren eigenen geholt. So, und dann habe ich noch was geholt, was ich eigentlich gar nicht vorhatte zu holen, aber es war einfach so ein geiles Angebot. Da können wir ja mal mitraten. Ihr könnt mal mitraten. Wir machen das jetzt in Etappen. Warte mal, ich hole erstmal die Tüte her.
So, ich sag euch erstmal, bevor wir es auspacken, ich sag euch erstmal, was es ist. Es ist ein zehnteiliges Handtuchset. Es ist zweifarbig, braun und grün. Nee, grau und grün. Es besteht aus zwei Badehandtüchern, zwei normale Handtücher, nee, vier normale Handtücher, zwei Badehandtücher, vier normale Handtücher, genau, vier, zwei Gästehandtücher und zwei Lappen, genau, zehn Teile Z, zwei Badehandtücher, also die großen, vier normale Handtücher und zwei Lappen und zwei Gästehandtücher. Gästehandtücher sind halt diese kleinen schmalen, ne? Habe ich bei Otto geholt, sollte ursprünglich 59,99 € kosten und habe dann über die App einen Rabatt gekriegt und habe dazu dann, der dann schon ein guter Preis war, zusätzlich noch mehr Rabatt gehabt, was ich euch gleich erzählen werde. Ich zeige euch das erstmal. Ihr könnt ja mal, also ich geb euch mal den ursprünglichen Preis vor. 59,99. Dann war er, sind sie in Otto gerade rabattiert. Zusätzlich bietet Otto gerade zwei Rabatte an. Das kann ich euch schon mal sagen. Zwei Rabatte, die ich dafür benutzt habe. Und ich hatte dann auch so noch Sparguthaben. Das erkläre ich euch gleich, wie das funktioniert. Und jetzt könnt ihr mal in die Kommentare posten, bevor ich fertig bin mit Auspacken und sage, wie teuer das ist, was ihr denkt, was ich für diese 10 Handtücher bezahlt habe. Ich zeige die euch aber auch. Und nicht bescheißen. Jetzt wirklich reinschreiben und dann den Kommentar auch stehen lassen. Und dann bin ich mal gespannt. So. Also hier ist es. Gibt es auch in Blau und Rot, Blau und Weiß, Blau und Grau und so. Aber ich habe schon so eine grauen Handtücher. Die habe ich mir damals über mein, was ist eine Deutschlandkarte? Deutschlandkarte geholt. So ein sechsteiliges Set. Und ich habe auch so grüne. Nee, zwei normale Handtücher und ein Badehandtuch, was ich damals von meiner Mutter nach und nach mal geschenkt gekriegt habe. Und da habe ich gedacht, ich jetzt hier komplett neue Farben drin mache und Grau und Grün mir gefällt sowieso sehr gut, obwohl Blau auch sehr schön aussah. Ich mache jetzt hier einfach auf Grau-Grün und kann damit meinen bisherigen Vorrat halt nochmal aufstocken. Und so die älteren, die benutzt wurden für Haare färben von Frauen, ich möchte keinen ansprechen, und mir versaut wurden, dass ich die dann damit aussortieren kann. So. Wir fangen erstmal oben an. So, da haben wir hier erstmal zwei Lappen. Einmal einen grauen und einen grünen. Auch überall ist hier natürlich zum Aufhängen so ein Haken dran. Die kommen dann auch heute alle oder morgen. Heute ist erstmal von Ingeborg die Wäsche dran, also von Josie. Und morgen kommen dann die ganzen Handtücher dran. Die mache ich immer separat. Also normale Wäsche mache ich nicht mit Handtüchern. Ich mache immer normale Wäsche und dann mache ich eine Ladung mit Handtüchern. Da sammle ich eine Weile die Handtücher, die großen. Durch die großen geht es relativ schnell. Und dann kommen die dann praktisch alle Handtücher in den Inneren ohne Weichspüler. Und, oder manchmal auch mit Weichspüler, aber mit Weichspüler werden die zwar flauschig, aber man kann sich nicht so schön damit abtrocknen. So, dann halt die Gästehandtuch. Ist halt so ein kleines, seht ihr ja. Und davon haben wir halt zwei Stück. Bin mir gespannt, was ihr denkt, was ich dafür bezahlt habe. Also ja, ich sag euch, es war so ein geiles Angebot, ich konnte nicht nee sagen. Und in Grün halt auch nochmal. Und ich werde euch das auch belegen. Ich zeige euch das auch. Nicht, dass ihr denkt, ich mache irgendwelchen Schmuh oder so. Und sage euch hier, ich habe da, hab das und das bezahlt und habe mehr bezahlt oder so. Nur um mir zu rechtfertigen, dass ich sie gekauft habe. Dann halt ein normales grünes Handtuch.
Ach, die packe ich hier lieber nicht aus. Die kriege ich nie wieder so zusammengemacht jetzt. Und die nehmen gerade so wenig Platz weg. Die lasse ich jetzt einfach mal so. Ein graues, kleines Handtuch. Und dann haben wir hier nochmal. Na komm, hier. Ein graues und ein grünes Handtuch. Und last but not least. Die kann ich hier sowieso nicht aufbreiten, weil die zu groß sind. Große Badehandtücher. 90 mal 1,50, glaube ich, sind die. Wir gucken mal, hier ist der Zettel. Der war nämlich ganz unten drin. Ob wir da die Größe finden. Ich werde auch später, wenn die Küche fertig ist, ich bin schon dabei, die Küchenschränke aufzubauen. Und hier steht schon ein bisschen was rum. Und deswegen nicht da, wo sonst immer ist, sondern an diesem Platz heute mal wieder. Weil der Platz nicht da ist. So. Ach, ich muss die jetzt mal hier irgendwie halbwegs versuchen, richtig hinzukriegen, dass die jetzt nicht so viel Platz wegnehmen. Da, ich kriege jetzt so halbwegs wieder vernünftig rein. Na, jetzt wird's eng. So. Mal gucken. Jetzt müsste ich euch aber auch genug Zeit gegeben haben, um da drin zu schreiben. Jetzt einfach mal so hin. Fast perfekt verpackt. So, ich gucke noch mal nach der Größe, ob hier was steht. Frottiware. Das ist toll. Okay, steht nicht drin. So, dann ist jetzt Schluss mit dem Raten. Ich sag euch das. Ich zeig's euch auch. Wenn der Zoom diesmal wieder mitspielt. Weil manchmal ist der Zoom so ein bisschen doof. So, und zwar... Mal gucken, ob das funktioniert. Hier sind die Handtücher. Und hier unten. So. Könnt ihr das vielleicht sehen? 59 Euro durchgestrichen, 50% Rabatt, 29. Achso, ich muss wieder runterdrehen von der Helligkeit. 29,99. So. Und darunter seht ihr noch Rabatte, die ich einlösen konnte. So. Na komm, zoom raus. So. Das sind, also, ich rechne euch vor. Also ich habe hier jetzt bekommen, noch zusätzlich, was Otto anbietet, momentan 10% extra sparen, 0% Versand auf Wohnen und TV, also Wohnen das Handtücher mit bei. Ich habe sowieso 0% Versand, weil 0 Euro Versand, weil ich habe Otto ab. Das habe ich jetzt, das habe ich auch verlängert. Da haben sie mich vorige Woche angerufen, Freitag, ob ich verlängern wollen würde. Sag ich, nee, ist mir zu teuer.
Haben sie gesagt, na, wir würden es dir nochmal anbieten für 7 Euro. Und dann hat er gesagt, ja, dann machen wir es nochmal. Na, besser als 19 noch was. Kostet ja normalerweise 19 noch was oder so im Monat, für ein Jahr. Ich zahle jetzt 7 Euro. Oder hab bezahlt, ist ja schon überwiesen. So. Und jetzt zeige ich euch, was ich ganz genau bezahlt habe. Mein Konto, Rechnungen. So, Rechnung öffnen. So. Also. Eine Karte. Wo haben wir denn hier? Also 24,99 ist ja gerade die Rabattaktion. Ich habe Versandkosten 0 Euro. Provision Sparvorteil minus 2,50 €. Das sind diese 10% da, was sie geschrieben haben auf Wohnen. Dann habe ich noch, weil ich habe mein normaler Gutschein ist nämlich nur 5%. Ich habe einen dauergültigen Gutschein mit 5%. Da ist jetzt 10%. Da habe ich gesagt, nimmst du den. Sind 2,50 € weniger. Rabattgutschein. Ich habe da nochmal ab und zu gibt Otto, wenn du öfters was bei Otto bestellst, geben sie dir auf dein Sparkonto, also du hast dein normales Konto und dein Sparkonto, schenkt Otto dir einfach mal 10 Euro oder 5 Euro und sagt, hey, hier hast du 10 Euro, bitteschön, kauf dir was Schönes. Und dann sagst du, na klar, machen wir. Geht aber erst ab einem Wert von glaube 20 Euro oder so, bin mir jetzt nicht sicher. Es kommt immer darauf an, welche Aktion gerade ist. Also die habe ich dann noch davon abgezogen und ich zahle jetzt für die ganze Handtuchset, also 10-Teile-Set, 12,49 €. Zeige ich euch auch. Wenn die Kamera mitmacht. 12,49 €. Mehr zahle ich dafür nicht. Im Endeffekt habe ich mich dann noch geärgert, weil ich habe hier von Otto noch einen Gutschein über 10 Euro gekriegt gehabt per Brief. Da war irgendwas. Ach so, ja, wo sie da ewig das nicht hingekriegt hatten, wo ich hieß, ich bin im Minus und ich hab zu wenig Geld auf mein Otto-Konto eingezahlt, weil ich das Sofa hier noch abbezahlt hatte. Und da hat Otto irgendwie einen Fehler gemacht, irgendwie eine Buchhaltung ist da irgendwas durcheinander gekommen und ich habe mich halt darüber ein paar Mal drüber aufgeregt und dass sie das mal anpassen sollen, dass es da nicht immer Minusbeträge ist. Und ich habe einmal eine Mahnung gekriegt, die haben sie dann aber zurückgenommen. Und da habe ich dann nochmal einen 10-Euro-Gutschein gekriegt. Den habe ich hier auch noch liegen, den werde ich dann beim nächsten Mal einlösen. So, das soll es auch soweit gewesen sein. Kurzes, knappes Odin war einkaufen. Könnte sein, jetzt sieht es wieder gerade aus, als wenn es wieder zu hell wird, ist dann nicht normal. Ja, jetzt kommt die Sonne wieder langsam vor. Erst war zu dunkel hier in der Ecke. Und jetzt, wenn die Sonne wieder hinter den Wolken vorkommt, wird es zu hell. Ist das zum Kotzen. Ja, nichtsdestotrotz würde ich jetzt hier einen Schlussstrich ziehen. Ich komme nämlich nicht so nah ran in die Kamera. Die ist ziemlich weit weg. Nächstes Mal wird es dann wieder besser. Wenn die Küche fertig ist, wird es ein extra Video geben. Ich werde euch die Schränke sagen, die ich gekauft habe. Wo ich die Schränke, also IKEA. Ich werde euch den Herd zeigen. Ich werde euch die Hängeschränke, die normalen Schränke, die Arbeitsplatte, die ich bei Tumi geholt habe. Will ich euch alles erklären, alles zeigen und da werden wir bestimmt dann auch demnächst dann nochmal ein schönes Odin backt oder Odin kocht machen. Und ja, denn jetzt ist erstmal ganz Schluss, jetzt muss ich erstmal ganz kleine Brötchen backen. Das wird mir alles, ist alles ein bisschen teurer geworden. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.